Hallo ihr Lieben, in diesem Video schauen wir uns das Fenster oben unten und Verschiebung an. Dafür solltest du bereits wissen, wie man die Fläche unter einer Funktion berechnet und wie man ein bestimmtes Integral aufstellt und berechnet. Das Ziel dieses Videos ist es, den Flächeninhalt zwischen zwei Funktionsgraphen zu berechnen und auch zu sehen, dass sich der Flächeninhalt bei Verschiebung der Funktionen nicht verändert. Fangen wir an. Wir beginnen gleich mit einer Aufgabe für dich, und zwar sollst du die Flächeninhalte dieser drei Integrale in den Abbildungen einzeichnen. Pausiere dafür bitte das Video. Okay, also hier in Punkt 1 müssen wir das Integral von 2 bis 6 von f von x dx einzeichnen. Das heißt, das ist die Fläche unter der blauen Funktion. Bei Punkt 2 müssen wir das Integral von 2 bis 6 von g von x dx einzeichnen. Das ist die Fläche unter der roten Funktion. Und zu guter Letzt müssen wir jetzt in Punkt 3 das Integral von 2 bis 6 von f von x minus g von x einzeichnen. Das heißt, wir ziehen vom blauen Flächeninhalt den roten Flächeninhalt ab und erhalten den Flächeninhalt zwischen den beiden Funktionen. Das bedeutet also, dass wir den Flächeninhalt zwischen zwei Funktionen f und g im Intervall a, b sehr leicht berechnen können, indem wir einfach nur das Integral von a nach b von f von x minus g von x berechnen. Wichtig dabei ist, dass die Funktionswerte von f von x im Intervall a, b immer größer oder gleich den Funktionswerten von g von x sind. Gehen wir weiter. Jetzt schauen wir uns an, wie sich der Flächeninhalt zwischen den zwei Funktionen verändert, wenn wir beide Funktionen um dieselbe Konstante nach unten verschieben. Das heißt, wir beginnen wieder mit den Funktionen f und g und verschieben jetzt beide um dieselbe Konstante nach unten. Machen wir das noch einmal, sodass beide Funktionswerte negativ sind, sehen wir, in allen drei Bildern ist der Flächeninhalt derselbe. Das bedeutet, egal um wie viel man beide Funktionen nach oben oder nach unten verschiebt, der Flächeninhalt bleibt immer dasselbe und ist das Integral von 2 bis 6 von f von x minus g von x. Also, der Flächeninhalt zwischen diesen beiden Funktionen hängt nicht davon ab, ob die Funktionswerte positiv oder negativ sind. Es ist nur wichtig, dass in dem Intervall 2 bis 6 die Funktionswerte von f von x größer gleich den Funktionswerten von g von x sind. Das war's auch schon für dieses Video. Bis zum nächsten Mal.